ja, das mit der Schreihals-Contest. Hast du gehört? Ich versuche gerade 40 mal ein bisschen mich freizumachen ohne Contest-Gejaule. Und die nächsten 14 Tage ist auch jedes Woche ein Contest. So ein Scheißdreck, auf Deutsch gesagt. Wir wollen ja miteinander ein bisschen kommunizieren und nicht den Kasper vom Contest. Dass ich mal jeden Wochenende diesen Contest-Dreck anhöre. Also doch Kasperles Theater. Man muss dann so ein Schreihals-Contest abends, Freitagabend um 12 Uhr anfangen und am Sonntag Ende sein. Weißt schon, wenn ich dieses Wort Contest her, geht mir schon die Galle hoch, gell? Also, da kann ich dann nicht mehr, weißt du? Ach, das ist doch ein weltweiter Lügen-Contest. Also, ich bin da wirklich, ich kann da nicht mehr her. Ein Funke muss ein langweiliges Hobby sein, die Leute kennen ohne den Dreckskontest miteinander schwätzen, die müssen immer Contest nein schreien. Also Herr, das geht mir auf den Sack, Herr. Da lasst du da so einen mega abgefuckten Schreihals-Contest auf 40 und 80. Den Kotze. Das ist zum TQ-Kotztest, sage bloß TQ-Kotztest. Was anderes kann ich nicht mehr sagen zu dem Scheißdreck. Ich muss es auch einmal so deutlich sagen. Letzte, oder? So ein absoluter Scheißdreck. Ja, ich finde so schlecht, also echt. Aber der Club macht so. Der Club macht doch die Politik. Der Blunatal-Club da, meinst du, da oben da, mittel in Deutschland. Ja, der Taubenzüchterverein. Ja, ja, genau. Ach, das ist der allerletzte Lade, Herr. Furchtbar. Das ist furchtbar, einfallslos einfach. Das ist einfach nur Scheißdreck. Ich kann es einfach nicht anders sagen. Egal, ich habe es schon so oft gesagt, ich kann eine Balle Band aufnehmen und ablaufen lassen.